Servus Kameraden, willkommen zurück zu WOT Replays. Wir haben eine neue Replay Challenge. Achso, ich bin übrigens Keule, wer das noch nicht weiß. Wir haben eine neue Replay Challenge. Es gibt diesmal wieder ein bisschen was zu gewinnen. Und zwar dieses hübsche Paket hier, 11 Neujahrsschachteln im Wert von 19,99 €. Für den ersten Platz und für den zweiten Platz 3 Neujahrsschachteln für 5,99 €. Was müsst ihr dafür leisten? Ihr müsst auf eurem Video mindestens 200 Videoaufrufe haben für den Sieger und mindestens 180 für den zweiten Platz, um diese Schachteln zu erhalten. Wie kann man das erreichen? Das hat man beim letzten Mal, ist das leider ein bisschen untergegangen. Ihr könnt eure Clan-Kameraden bitten, dass sie da vielleicht draufklicken, also im Clan eventuell teilen oder in irgendeiner Gruppe teilen. Und damit kommt ihr ja eigentlich relativ locker auf eure Klicks, wenn ihr das denn gewinnen wollt. Und dann werden die 11 Neujahrsschachteln direkt von mir abgeschickt. Es sind diesmal ein paar mehr Videos dabei. Es sind diesmal ein paar mehr Protagonisten am Start. Und wir haben einen ziemlich bunt gemischten Haufen an Fahrzeugen. Also auf jeden Fall für jeden was dabei, würde ich sagen. Und ich hoffe, ihr habt jeden Menge Spaß beim Anschauen. Und seid fleißig mit dabei. Klickt fleißig drauf. Und lasst mir ein Abo da, wenn ihr möchtet. Ansonsten, ja, bleibt einfach meinem Kanal treu. Und ich wünsche euch ein wunderschönes Jahr 2021. Kann nur besser werden nach dem Scheiß, was wir letztes Jahr hatten. Alles klar, jetzt viel Spaß mit dem Replay. So, da sind wir auch schon. Wir fahren mit Kurt van Brendis im Centurion 5.1 Medium der britischen Streitkräfte. Auf Stufe 8 Premium-Fahrzeug in einem Achtergefecht mit 7 Unterstützung auf Paris. In der Stadt der Liebe werden wir liebevoll einige von diesen 83,4 mm Kanaden anbringen. Da haben wir 258 Durchschlag bei 230 Alpha-Schaden auf Premium-Munition, auf Standard 226 Durchschlag bei der 230 Alpha-Schaden und auf HE 280 Schaden bei 42 Durchschlag. Was haben wir hier? Wir haben einen richtig starken Turm, 250, 260 mm Panzerung, glaube ich. 10 Grad Gunnerbrechen, so wie ich das gehört für den Briten. Gerade genug. Und wir haben eine relativ schnell schießende Kanone mit ja, eher wenig Alpha-Schaden, nämlich 230. Das ist nie so dolle. Es gibt inzwischen Panzer, die ja deutlich mehr haben. Kaum ein Panzer hat weniger. Aber er macht wahnsinnig viel Spaß. Er ist in puncto Mobilität eher so im unteren Drittel. Aber er lebt halt von seiner DPM bzw. von seiner Pulldown und über seinen Pulldown-Möglichkeiten. 10er gerne bisschen sagt er ganz mega aus. So. Gegner tanzt hier an mit einem Tiger 2 und einem Tiger 1. Genauso sind wir auch. Turm hat frontal eigentlich keine richtige Schwachstelle. Machen wir ganz kurz auf Stopp, gucken uns das an. Die Kommandantenkuppel ist relativ klein. Hier oben diese Lippe könnte man theoretisch penetrieren, aber die muss man erstmal hinkriegen. Wenn man die Gunnerbrechung von 10 Grad ungefähr ausnutzt, dann kommt man hier nicht drauf und natürlich auch nicht auf die Kommandantenkuppel. Dann wird es echt schwer, dann muss man hier versuchen, links und rechts auf die Backen zu schießen. Dann besteht die Möglichkeit, dass man da eventuell durchkommt. So. 230 Schaden haben wir gemacht, also ein Schuss ins Ziel gebaut. Es trifft sich hier auf dieser typischen Position noch nicht jeder. Da gibt es 231 Schaden am Black Prince. Der kommt locker durch. Oh, der hat er uns durchgeschossen. Ja, Kommandantenkuppel ist der große Nachteil, wenn man halt tiefer steht als der Gegner. Dann kann man uns da locker durchballern. Auf der Mone genau kann man. IS-2S, wusste ich da eine Kanada. Nochmal 255 für denselben. Nochmal 212. Ah, es geht hier ganz locker weg. DPM ist wirklich stark. Black Prince zeigt uns die komplette Seite. Das ist das Schlimmste, was man überhaupt machen kann. Der ist schon so ewig lang.
Tiger. Trifft nicht. Da gibt es noch einmal für den Black Prince. Können wir gleich direkt stehen bleiben. Brauchen wir nicht rausfahren. Ja. 2100 Schaden haben wir schon gemacht. Kein Kill. Aber es steht 2:0 für unser Team. Zeigt wieder viel zu viel von der Seite. Anwinkeln ist was anderes, mein Freund. Das geht so nicht. Tiger 1 kommt raus und geht dann dafür direkt. Baden. So, fahren wir eigentlich im Zug? Doch, wir fahren im Zug. Mit Black Reed und mit Taxi. Okay. Habe ich vergessen dazu zu schreiben. Nochmal Schaden am Black Prince 279. Das war richtiger Highroll. Leck me the Sack. Und der Black Prince mit 4 HP nochmal rausgenommen. Was haben wir hier oben? Ein Centurion. Und zwar ein Centurion 1. Kette gezogen beim IS. Das heißt, unser Stützungsschaden gehört jetzt uns. Und das raus. 2687 Schaden gemacht. Kill Nummer 3. IS-2 holt sich den gegnerischen Centurion 1. Hier haben wir noch Tiger 2. Dürfte normalerweise kein Problem mehr sein. Kette getroffen, Schaden gemacht. Wird von hinten rausgenommen. Das bedeutet, Unterstützungsschaden ebenfalls für uns. Steht. Wissen wir es noch am Leben? Schwere Kanone. IS 152. Der Rest ist, glaube ich, verkraftbar. Progetto ist ebenfalls noch eher gefährlich. Auch bei 9:3 reden wir hier schon von einem Spiel, was in die richtige Richtung geht. Super Hellcat bleibt gleich mal hängen. Zu hoch gezielt. AMX AC48 direkt raus. Ich glaube, dass der AFK war, der sich so weit zurückgezogen hatte, beziehungsweise gar nicht rausgefahren ist. Progetto hätte hier keine Chance gegen unseren Turm. Wir fahren nach hinten, werden versuchen, die Artillerie zu schützen. 11:6 steht's. Viel zu erwarten ist nicht mehr. Zumindest nicht vom Gegner. Gott von Brendis macht hier einen exzellenten Job. Das ist auch das, was ein Panzer eigentlich ausmachen sollte. Mobilität und Feuerkraft. Fährt er wirklich ideal. 1357 holt er sich unsere Artillerie. Wir schneiden ihn mal oben den Weg ab. Die S ist noch im Cap. Im eigenen. Gar nicht erst losgefahren. Irgendwo versteckt. Dann müssen wir noch die Arti holen. Da ist sie rechts von uns. Braucht zwei Schüsse. Drei Schüsse wahrscheinlich. Hinten lang vorne oder vorne? Das ist ja die Frage. Nadelkanone. Ich glaube nicht, dass wir den noch kriegen. Aus dem Cap wird keiner rausfahren, damit das Ding hier sicher wird. Amix holt sich noch die Super Hellcat. Doch, es fährt tatsächlich einer aus dem Cap raus. Warum nicht? Wir versuchen da den IS zu holen. Und das ist der große Fehler. Er will unbedingt den Kill. Nimmt er auch den IS raus. Kelly ist gezogen. Wir schlagen schneller wieder nach, normalerweise. Und damit ist er auch schon raus. 3008 Schaden gemacht, 1120 Schaden geblockt, 1874 aufgeklärt und 5 Kills geholt. Stark. Richtig feine Runde.
Gucken, was die Auswertung dazu sagt. Victory natürlich, auf der rechten Seite gibt es nichts. Wundert mich ein bisschen. 169.000 nehmen wir ein. Ein Emesis geworden, Last Night in Paris. Okay. War das nicht mal irgend so ein Film von der Paris Hilton, wo sie da ein bisschen rumgenagelt hat oder sich hat nageln lassen? Irgendwie sowas war das, glaube ich. Wir haben 78.000 am Ende netto eingenommen, 20 Schüsse abgefeuert, 19 getroffen, 17er Schlagen, ganz starker Wert. Wir haben 2,66 Kilometer auf die Kette gebracht, in 7 Minuten keinen Schaden unter 300 Meter. Oberfeine Runde, vielen Dank fürs Einsenden. Wenn es euch gefallen hat, Leute, wisst Bescheid, draufklicken, Like da lassen und ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen, ich hoffe, wir sehen uns sehr bald wieder und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.